Jetzt lege ich meine Brille hier hin, damit habe ich auch was. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Jannika Gellinek und heiße Sie ganz herzlich hier im großen Saal, im kleinen Saal und im Stream willkommen zu unserer zweiten Ausgabe der Reihe Grundsätzlich, das Grundgesetz und die Literatur. Bei unserer Auftaktveranstaltung vor ungefähr einem Monat, wo es auch so schön voll war wie heute, habe ich irgendwann so eine kleine Bewegung im Publikum festgestellt. Es gingen immer Leute raus und kamen wieder rein. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das identifiziert habe. Die gingen alle raus, um sich das Grundgesetz an der Kasse zu holen. Das liegt da nämlich aus. Meine Kolleginnen haben es Ihnen vielleicht auch gerade schon angeboten. Und das kam daher, das haben wir dann bei der Nachbesprechung festgestellt, es wurden immer wieder alle möglichen Artikel erwähnt und man hat sie ja nicht alle sofort parat und weiß nicht, was Artikel 5, 6, 7, 8 sein sollen. Heute geht es um Artikel 2 und ich wünschte, ich könnte schwören, wenn Sie mich nachts um 3 wecken, ich wüsste sofort, den ganzen Artikel zu zitieren. So ist es natürlich nicht, deswegen machen wir ja unter anderem diese Reihe hier. Und wir haben für heute Abend 2 besonders tolle Autoren eingeladen, die auch in dem Band Das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar vertreten sind, also Tristan Wiskott. 2 Superlative, ich habe einfach mal geschaut. Daniel Kehlmann, einer der größten Autoren der deutschen Nachkriegsgeschichte, so sagt ProSieben, aber das können Sie auch sonst überall googeln. Und Tristan Wiskott, der klügste Jurastudent Deutschlands. Das Zitat konnte ich nachher nicht mehr verifizieren, aber ich habe es mir auch nicht ausgedacht und ich dachte, es ist auch eins, wo man nicht unbedingt eine Quellenangabe braucht. Das ist einfach zu schön. Und der dritte Superlativ ist der Historiker René Schlott. Er moderiert auch heute wieder und hat diese Reihe kuratiert. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, würde mir sehr wünschen, dass es auch heute wieder so eine Bewegung nach draußen gibt. Ich finde, es gibt keinen besseren Grund, eine Lesung zu stören, als sich mit dem Grundgesetz einzudecken. Insofern Ihnen allen einen angenehmen und vergnüglichen Abend. Viel Spaß. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie alle da sind und sich für Artikel 2 des Grundgesetzes interessieren. Davon gehe ich aus, denn über den werden wir heute Abend ausführlich sprechen. Vielen Dank an Jannika und auch an das ganze Team des Literaturhauses, dass wir hier sein dürfen und diese Veranstaltung so professionell über die Bühne geht. Ich begrüße auch alle, die zu Hause oder wo auch immer an ihren kleinen Mobilgeräten oder großen Mobilgeräten sitzen und uns zuschauen. Heute wird nämlich die Veranstaltung live im Internet gestreamt. Wir geben uns also umso größere Mühe, dass sich das Zuschauen und das Zuhören lohnt. Ja, diese Veranstaltung hat eigentlich 2 Ziele und die will ich am Anfang noch mal kurz benennen, damit Sie wissen, worum es auch hier geht. Es geht einmal darum, Juristen und Juristinnen und Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu bringen. Also zu schauen, gibt es denn Schnittmengen zwischen Recht und Literatur? Und hier im Speziellen gibt es hier Schnittmengen zwischen dem Grundgesetz und der Literatur. Und deshalb ist es so, dass wir meistens hier auf der Bühne eben sowohl eine Juristin, einen Juristen, in dem Fall heute Abend Tristan Wiskott, und eine Autorin, einen Autor sitzen haben, heute Abend Daniel Kehlmann, die miteinander ins Gespräch kommen sollen. Das zweite Ziel dieser Veranstaltung, das ist so ein bisschen auch die Entstehungsgeschichte, war, dass wir überlegt haben, wie können wir denn in solchen polarisierten Zeiten, die oft ja auch in Sprachlosigkeit irgendwie enden oder in ja, gegenseitigen Vorwürfen oder in heftigen Argumentationen, wie können wir denn in diesen polarisierten Zeiten wieder ins Gespräch kommen? Und da dachten wir uns, eine gute Gesprächsgrundlage ist doch eigentlich immer das Grundgesetz. Ja? Darauf kann man sich irgendwie berufen. Da gibt es ein paar Gesprächsgrundlagen, ein paar Gesprächsvorgaben auch. Und deshalb haben wir das als Grundlage sozusagen genommen, um eben auch über heikle Themen zu sprechen, die uns zurzeit so beschäftigen oder beschäftigt haben. Aber eben in einem sachlichen und argumentativ hochwertigen Austausch und eben nicht in der Polarisierung und im nur Dinge an den Kopf werfen, sondern möglichst eben sachgebunden zu diskutieren. Sie sind dazu auch eingeladen, mitzudiskutieren und zwar, vielleicht haben Sie es gesehen, es gab beim Hereinkommen ein paar Zettel, wenn Ihnen irgendetwas zu kurz kommt hier auf der Bühne, wenn Sie irgendeinen Aspekt vermissen, ergänzt haben wollen,
Dann würde ich Sie bitten, diese Zettel zu nutzen und uns dann nach vorn zu reichen, beziehungsweise es gibt dann auch eine Runde, wo wir die einsammeln. Und ich versuche dann Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, Ihre Perspektiven mit am Ende in die Diskussion einfließen zu lassen. Der ganze Abend wird so aussehen, dass ich zunächst nochmal auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise die beiden hier vorne sitzenden Gäste vorstelle, dass wir dann über die persönliche Beziehung der beiden zum Grundgesetz, sofern es eine gibt, sprechen. Dann über die Frage Grundgesetz und Literatur. Ja, wie sehen die beiden das Grundgesetz als literarische Form? Im Mittelpunkt steht dann die Lesung von Tristan Wiskott, denn der hat ja einen Beitrag über Artikel 2 in diesem Buch geschrieben. Das heißt, wir werden dann vielleicht 10, 15 Minuten kurz den Beitrag von Tristan Wiskott selbst gelesen hören und auf dieser Grundlage dann miteinander diskutieren, und zwar eben über den großen Gehalt von Artikel 2, weil Sie werden sehen, da steckt eine ganze Menge drin in diesem Artikel. Und dann kommen Ihre Fragen und dann kommen wir dann, vielleicht darf ich das schon sagen, zu einer traditionellen Abschlussfrage. Einige kennen das vielleicht vom letzten Mal, die beiden kennen die Frage noch nicht und deshalb halten Sie bitte bis zum Schluss durch, falls es, dann wird es vielleicht nochmal ganz spannend. Ja, diesmal sitzen auf der Bühne nicht zwei Schriftsteller-Juristen, wie beim letzten Mal, Juli C. und Georg Oswald, sondern tatsächlich ein Schriftsteller und ein Jurist. Also wir haben das Ganze jetzt wieder geteilt. Die haben aber dennoch einiges gemeinsam, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht denkt, denn beide haben Philosophie studiert oder studieren es noch. Beide haben eine Beziehung zu Kafka. Beide haben ein Problem mit Ausgangssperren in Deutschland. Und beide sind in gewisser Weise Frühstarter. Sie wissen, ich bin Historiker, das wurde gerade schon benannt. Ich habe mal im Archiv geguckt, wann es so den ersten Artikel über Daniel Kehlmann gab eigentlich in den Zeitungen. Und das erste Buch von Daniel Kehlmann, das ist 1996 erschienen, Beerholms Vorstellung. Und da schreibt eine Zeitung, die Nordwestzeitung, über Daniel Kehlmann: Wenn sich ein Talent auf Tricks konzentriert. Debütroman eines 21-Jährigen überrascht literarische Fachwelt. Das Buch war sich der Autor Michael Köhlmeier sicher, kann nicht von einem 21-Jährigen stammen. Es liest sich, als ob Patrick Süßkind unter einem Pseudonym veröffentlicht hätte. Hat er aber nicht. Und den 21-Jährigen gibt es wirklich. Er heißt Daniel Kehlmann und legt jetzt mit Beerholms Vorstellung einen beeindruckenden Roman vor. Damals noch im Deutige Verlag erschienen, in Wien an sich ein Verlag, den es inzwischen nicht mehr gibt, der dann eingestellt wurde. Das Debüt hat Kehlmann nicht zum Überflieger gemacht. Jetzt werde ich zunächst meine Doktorarbeit schreiben, betont der Student der Philosophie gegenüber dieser Zeitung. Der Autor ist der Sohn von Michael Kehlmann, der sich als Verfilmer von Josef Roth Roman einen Namen gemacht hat. Mein Vater las mir früher aus Goethes Faust vor, erzählt der Sohn. Da konnte der Sohn selbst noch nicht lesen. Daniel Kehlmann erzählt die Geschichte des geheimnisvollen Künstlers Arthur Beerholm. Doch Kehlmann zaubert nicht nur in seiner packenden Prosa, auch privat führt er gerne Kartentricks vor. Wenn es das Studium zulässt, betont er in seiner ruhigen Art. Ob er von der Schriftstellerei leben möchte? Daniel Kehlmann lächelt und diese Aussage wirkt, vielleicht, und diese Aussage wirkt, um es mit einem Lieblingswort von Bertolt Brecht zu sagen, nur vernünftig. Nun, wir wissen es, 25 Jahre, ja fast ein Vierteljahrhundert später sind wir ein bisschen klüger. Daniel Kehlmann kann inzwischen von der Literatur leben. Sie kennen die Bestseller, Vermessung der Welt und auch Till, 2005 und 2017 erschienen. Auch wenn damals die FAZ, das ist jetzt auch nicht überraschend, ein bisschen skeptischer war gegenüber Daniel Kehlmann. Die schrieb nämlich über seinen ersten Roman: Daniel Kehlmann ist es in seinem Debüt noch nicht gelungen, aus dem guten Handwerk Magie werden zu lassen, aber der Autor mag auf dem richtigen Weg sein. So großzügig war man dann doch. Wir wissen es, er war auf dem richtigen Weg, er hat große Bestseller geschrieben und große Bestseller, die auch oft eben in der Geschichte angesiedelt sind, was natürlich für Historiker besonders interessant macht. Daniel Kehlmann ist inzwischen in die Globalgeschichte einer Nation aufgerückt. Es gibt ein großes Buch, 2020 bei C.H. Beck erschienen, wo es um die Globalgeschichte Deutschlands geht. Und Sie sind also jetzt inzwischen ein Exportschlager. Und zwischen den Artikeln zur Agenda-Reform, zu den Hartz-Gesetzen und zur Weltfinanzkrise taucht ein Artikel auf: Daniel Kehlmann, Uwe Timm, Juli C., internationale Bestseller-Autorinnen aus Deutschland. Also da sind hier einige Exportgüter dabei. Soweit ist es schon gekommen. Glückwunsch dazu. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass Daniel Kehlmann eben nicht nur Autor von Büchern ist, als den man kennt, sondern auch tatsächlich Theaterautor. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zeitung schaut, läuft gerade ein Stück in München, Die Reise der Verlorenen, in Stuttgart ein Kriminaldrama, Heiligabend
Till läuft auch noch auf anderen Bühnen. Und Daniel Kehrmann ist eben auch Drehbuchautor. Er hat zusammen mit David Schalko auf Grundlage der Kafka-Biografie von Rainer Stach das Drehbuch für eine Kafka-Serie geschrieben, die im nächsten Jahr im NDR laufen wird. Also ARD, also ARD, schon genau. Weit, aber NDR ist der produzierende Sender, genau. Ja. Das heißt, das bringt Daniel Kehrmann mit Kafka zusammen. Und das Interessante ist, ich habe auch ein bisschen im Archiv wieder geguckt, Daniel Kehrmann ist tatsächlich auch schon mal mit Kafka zusammen in einem Lesebuch aufgetaucht, nämlich in einem österreichischen Lesebuch. Also obwohl Kehrmann in München geboren ist, gilt er hier als österreichischer Autor genauso wie Kafka. Darüber kann man natürlich streiten, aber immerhin sind sie gemeinsam in diesem schon inzwischen auch 25 Jahre alten Lesebuch aufgetaucht. Es gibt nicht viele deutsche Literaten, deren Neuveröffentlichungen ich fast sehnsüchtig erwarte. Daniel Kehlmann, Christoph Ranzmeier, Benedikt Wells gehören dazu, Dörte Hansen und zweifellos Juli C., schrieb Matthias Iken im Hamburger Abendblatt Ende Januar. Da konnte er eigentlich schon wissen, dass Juli C. einen neuen Roman gerade rausgebracht hat. Also von daher, sie hat geliefert, Dörte Hansen auch. Daniel Kehrmann wird vielleicht demnächst auch liefern. Die Erwartung ist hoch. Mehr verraten wir aber hier noch nicht. Ja, ich habe gerade angedeutet, beides sind Frühstarter. Tristan Wiskott ist Jahrgang 1998 und geboren und aufgewachsen im niedersächsischen Stadthagen. Das kannte ich bislang nicht, sondern aber mal nachgeschaut, wo es eigentlich liegt. Sie haben es auch gesagt, ziemlich in der Provinz, ne? Genau. Sie haben nichts verpasst, wenn es bislang nicht kann. Okay. Er hat dann die Provinz verlassen, so nach eigener Aussage, und ist zum Jurastudium nach Augsburg gegangen. Und weil ihm das irgendwie zu wenig war, hat er noch Geschichte und Philosophie dazu studiert und hat dann ein Auslandssemester in Chicago verbracht und ein Praktikum am mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg gemacht, von dem er auch auf Facebook berichtet hat, daher weiß ich das. Und 2020 ist er nach Göttingen an die Uni gewechselt, wo er jetzt seinen Bachelor macht, um sich da verstärkt der Rechtsgeschichte zuzuwenden. In Göttingen ist er Mitgründer des studentischen Arbeitskreises Recht und Literatur gewesen, den es immer noch gibt. Und in dem wurden eben am Anfang Klaus Mann gelesen, Mephisto, dann Juli C., Corpus Delicti, Albert Camus, der Fremde und zuletzt im Kafkas Prozess. Auch da gibt es wieder eine Verbindung zu Kafka. Und Tristan Wiskott schreibt für den Verfassungsblog, für die FAZ und er ist Gewinner des Hanse-Essey-Preises. Das ist ein Preis, den das Hamburgische Verfassungsgericht vergibt. Und er hat dort 2021 ein Essay eingereicht, die Grundrechte im Ausnahmezustand. Und für diesen Essay ist er mit diesem Preis ausgezeichnet worden. Dieser Essay hat auch dazu geführt, dass er in diesem Band vertreten ist, eben mit seinem Artikel zum Grundgesetz Artikel 2. Bei Twitter ist er unter dem Namen Triswis aktiv. Und Twitter bringt mich zu einer Frage, mit der ich gerne starten möchte. Herr Wiskott, jetzt sind Sie da nicht so aktiv wie viele andere Twitter-Nutzer, aber wenn Sie so ein bisschen den Blick auf unsere Debattenkultur und auf das Anliegen dieser Reihe werfen, können Sie mal vielleicht was dazu sagen, wie Sie die Debattenkultur wahrnehmen in Deutschland und auch was zum Ziel der Reihe? Kann so eine Reihe dann dazu beitragen, die vielleicht zu verbessern? Ist das Grundgesetz ein guter Ausgangspunkt dafür? Ja, ich glaube, das Grundgesetz ist auf jeden Fall kein schlechter Ausgangspunkt. Ich glaube, also meinem Eindruck nach sind wir jetzt nicht an einem kritischen Punkt in der Debattenkultur. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir dringend irgendwas tun müssen. Ich glaube schon, dass wir auch in Corona oder jetzt im Thema Krieg in der Ukraine oder wie auch immer eigentlich noch einigermaßen vernünftig zueinander finden. Auf Twitter wahrscheinlich weniger als sonst in der Öffentlichkeit. Aber das Grundgesetz ist, ich würde jetzt auch das Grundgesetz nicht überladen, was diese Aufgabe angeht, irgendwie eine solidere Debattenkultur oder sowas in die Richtung hinzukriegen. Ich glaube, das Grundgesetz ist sicherlich als Verfassung ein Objekt, auf dessen Boden man diskutieren kann. Aber ich glaube, man neigt gerade in Deutschland dazu, irgendwie zu viele Erwartungen auf das Grundgesetz abzuladen, in der Hoffnung, dass da irgendwas drinsteht, was unsere aktuellen Probleme löst. Und das scheint mir kein sonderlich vielversprechender Weg zu sein. Warum? Ja, weil das Grundgesetz zum einen jetzt mittlerweile 70 Jahre alt ist und vielleicht nicht für jedes Problem eine Antwort hat. Und zum anderen, weil es irgendwie dazu neigt, oder weil wir dazu neigen, diese ganzen Probleme immer irgendwie in rechtlichen Termini zu verfassen. Oder wir diskutieren das alles in Verfassungsfragen. Alle Menschen haben irgendwie verfassungsrechtliche Meinungen zu allem Möglichen. Juristen haben mindestens zwei zu jedem Thema. Und ich glaube nicht, dass das eine sonderlich
produktive Art und Weise ist, irgendwie politische Fragen umzusetzen. Das sind Dinge, die man vielleicht erstmal außerhalb des Grundgesetzes diskutieren kann. Und dann kann man immer noch gucken, ob das Grundgesetz dazu auch was zu sagen hat. Daniel Kehlmann, Sie sind ja ein Autor, der sich auch gerne in Debatten einmischt. Das war sowohl in der Pandemie, so wie jetzt auch in der Ukraine-Frage. Wie würden Sie denn die Debattenkultur sehen? Sehen Sie das ähnlich rosig wie Herr Biskott? Eigentlich ja, ja. Ich habe ja lange in Amerika gelebt und habe da ganz gut den Vergleich. Ich glaube, ich weiß auch einigermaßen ungefähr, was in England so los ist. Und mir fällt schon auf, dass Deutschland ein Land ist, wo eben öffentliche Debatte wirklich stattfindet. Und man kann sich über vieles naturgemäß ärgern, das ist die Natur einer Debatte, dass man sich über das ärgert, was andere Leute sagen, von denen man denkt, sie hätten Unrecht. Aber wir haben diese Debatten und wir haben sehr grundsätzliche und oft auch sehr niveauvolle Diskussionen, die in der Öffentlichkeit stattfinden. Es kann vieles viel grundsätzlicher besprochen werden als zum Beispiel in Amerika, wo eben die Polarisierung viel größer ist, wo man sofort sagen würde, bist du wahnsinnig, sowas kannst du nicht sagen, dann das sagen ja auch die Republikaner. Und die Republikaner sind tatsächlich so schlimm, dass man dann selber erschrickt und sagt, nein, dann sage ich das lieber nicht. Also die Kohäsion der Gesellschaft ist hier eben doch viel größer und das wirkt sich darauf aus. Also ich würde Twitter jetzt ausnehmen, Twitter ist überall was ganz Toxisches, Schreckliches grundsätzlich. Oder überhaupt, wenn solche Diskussionen auf sozialen Medien stattfinden. Aber die Öffentlichkeit, die wir in Deutschland vor allem durch das Feuilleton und durch andere Möglichkeiten der Öffentlichkeit noch haben, ist wirklich eine gute Sache. Also ich sehe das ähnlich positiv, ja. Und wenn Sie jetzt, also ich sehe das tatsächlich anders, aber weil ich eben merke, es gibt eine starke moralische Überladung von Debatten und es gibt eben eine Diskussion, die oft von Sachargumenten wegführt zu ad personam Argumenten. Ja, wenn du die Auffassung vertrittst, also eine sachliche Auffassung in irgendeiner Frage, dann musst du ein schlechter Mensch sein und dann lese ich auch deine Bücher nicht mehr. Das ging Ihnen ja auch ganz ähnlich. Nach bestimmten Artikeln wurde das auch bei Ihnen gesagt. Ja, dann muss es auch ein schlechter Schriftsteller sein. Wenn er in dieser Sachfrage eine andere Auffassung vertritt, dann muss es auch ein schlechter Schriftsteller sein. Das ist das, wo ich sagen würde, dass da krankt die Debattenkultur ein Stück weit dran. Aber natürlich ist es schön, auch zu hören, dass Menschen das anders sehen. Ich würde auch sozusagen das nicht immer am schlechtesten Beispiel messen, Amerika, ja, da geht es uns ja noch gut, sondern vielleicht versuchen, irgendwie ein gutes Beispiel zu finden und zu sagen, woran können wir uns vielleicht eher orientieren, dass es besser ist. Ich würde auch nicht den Befund teilen, dass wir vor einem geistigen Bürgerkrieg stehen, aber trotzdem war ja die Idee der Reihe, auch dieses Grundgesetz hier mit einzubeziehen. Was halten Sie denn von der Idee? Also ist das eine gute Gesprächsgrundlage? Auch mit Menschen, die vielleicht ihre Auffassung nicht teilen? Also mir scheint das eine sehr gute Gesprächsgrundlage. Ich habe, da muss das eine Punkt, wo ich die Einleitung ein bisschen korrigieren muss. Ich habe nichts beigetragen zu diesem Band. Also ich bin da nicht drin, was dem Band, glaube ich, gar nicht schadet, weil der Grund, dass ich nichts beigetragen habe, ist wirklich, weil ich in dem Fall nicht das Gefühl hatte, ich habe was sehr Lichtvolles zu sagen, in Essayform. Aber ich denke, dass ja, das Grundgesetz ist tatsächlich etwas, worauf sich bislang noch fast alle einigen können. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, ein paar sehr sonderbare Leute ausgenommen. Diese Eigenschaft in der deutschen Geistesgeschichte bis heute aufs Grundsätzliche zu gehen in Debatten. Und das Grundsätzliche zu überlegen, das einer Frage eben zugrunde liegt, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Und als jemand, der viel mit Engländern redet, merke ich, die machen sich da sofort drüber lustig. Die finden, das ist eine deutsche Eigenschaft und das ist ein bisschen albern, immer gleich mit dem Grundsätzlichen anzukommen. Und ich merke selber, dass ich in dieser Frage deutsch bin. Ich finde das Grundsätzliche wichtig. Ich meine, das Wort Grund ist ja schon sehr schön, weil es eben die Ursache bedeutet, genauso wie den Boden, auf dem man steht. Und das Grundsätzliche ist eben runtergehen bis zu dem wirklichen Boden, wo auch immer der sein mag. Das ist deutsch auf eine gute Weise. Würden Sie sich denn als Verfassungspatrioten bezeichnen?
Geht jetzt an beide die Frage? Also ich würde sagen, mir hat der Begriff immer gefallen. Also ich weiß es nicht. Ich denke, wenn überhaupt, dann nur Verfassungspatriot. Mhm. Wenn überhaupt, dann nur so. Und dann aber Grundgesetzpatriot, oder? Dann auf diese Verfassung. Ja, welche sonst? Genau, genau. Ja, gut. Sie können ja als jemand, der in New York auch lebt, auch sagen, auch die amerikanische Verfassung ist. Die hat auch sehr starke Seiten, aber also eben, ich bin kein Amerikaner. Also das käme mir anmaßend vor. Herr Viskott? Also ich mag das Grundgesetz gerne. Ich kann mir unter dem Begriff Verfassungspatriotismus immer sehr wenig vorstellen. Also es ist genauso wie irgendwie die Vorstellung, man müsste auf Grundlage des Grundgesetzes diskutieren. Das scheint mir immer bewusst im Wagen zu bleiben, ohne dass da jetzt irgendwas Konkretes draus folgt. Oder was macht mich jetzt zum Verfassungspatrioten, was nicht. Ich kann mit dem Begriff ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Wie ist es denn? Gibt es eine persönliche Beziehung zum Grundgesetz? Also spielt es bei Ihnem im Studium eine wichtige Rolle? Ja, tatsächlich. Also das ist natürlich meine hauptsächliche Beziehung zum Grundgesetz. Ja. Man hat das Jurastudium beginnt irgendwie mit so zwei Semestern, in denen man sehr viel mit dem Grundgesetz macht. Und dann fällt es so ein bisschen hinten runter, bis man dann, das ist jetzt das, womit ich mich gerade rumschlage, für das Jura-Examen das Ganze nochmal wiederholen muss. Das ist irgendwie meine primäre Beziehung zum Grundgesetz. Ansonsten fühle ich mich... Also ein Prüfungstext sozusagen. Einfach als juristischer Text, mit dem man irgendwie arbeiten muss und Fälle lösen muss, juristische Fragen beantworten muss. Ansonsten fühle ich mich auch als Bürger mit dem Grundgesetz ganz wohl, ohne dass ich jetzt eine, glaube ich, übermäßig emotionale Beziehung habe. Gibt es bei Ihnen eine persönliche Beziehung, Herr Kehlmann? Also haben Sie es zuletzt rausgeholt? Ich habe es tatsächlich einmal jetzt rausgeholt. Das war, als die Maskenpflicht für Schulen und den Großteil des öffentlichen Raumes fiel, hatte ich eigentlich zusammen mit anderen Eltern eine sehr im Nachhinein eigentlich schöne und grundsätzliche Diskussion mit unserer Schule, weil die Schule meines Sohnes zunächst mal wie viele andere Schulen, besonders im innerstädtischen Bereich, praktisch reflexhaft sagte, die Maskenpflicht ist jetzt aufgehoben, aber wir behalten sie. Und bei uns, und ich stehe dazu, ich finde, ich war froh, dass die Kinder einander jetzt ohne Maske begegnen können und dass es jetzt wieder möglich ist, keine Maske zu tragen in der Schule, und hielt das nicht mehr für essentiell notwendig, so wie ja auch der Gesetzgeber es nicht mehr für essentiell notwendig hielt. Und ich habe dann tatsächlich gemeinsam mit ein paar anderen Eltern die Schulleitung, wir haben dann gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber man kann nicht, also es gibt ja einen Grund, dass das gesetzlich geregelt ist, und man kann einen Grundgesetzeingriff nicht einfach willkürlich weiter aufrechterhalten, wenn das Gesetz das nicht mehr so zulässt. Und die Schulleitung war sehr nicht nur verständnisvoll, sondern auch letztlich, also ließ sich überzeugen, und wechselte dann zu einer Empfehlung. Und eine Empfehlung ist ja gegen die, dass irgendwer irgendwem was empfiehlt, dagegen kann man ja grundsätzlich nichts haben. Ja. Und worauf haben Sie sich bezogen? Auf Artikel 2? Auf Artikel 2. Okay. Auf Artikel 2. Das ist eine Einschränkung der Freiheit der Person. Mhm. Und die ist zu einem gewissen Zeitpunkt durch das Infektionsschutzgesetz vorgesehen, aber jetzt halt nicht mehr. Und daher wirkt jetzt wieder Artikel 2. Und also tatsächlich war das erste und bisher einzige Mal im Leben, dass ich das Grundgesetz rausgeholt habe. Ja. Und spielt das in Ihren Büchern irgendwo mal eine Rolle? Auch vielleicht auch nur entfernt irgendwie, dass Sie was berührt haben, was ist da? Nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Also Sie haben so tolle Sachen aus dem Archiv gefunden, vielleicht finden Sie was, aber ich glaube nicht. Nee, tatsächlich nicht, also das hätte ich nicht so gefragt. Das ist ja keine gestellte Frage, das hätte ich Sie darauf hingewiesen. Nein, ich habe tatsächlich auch nichts gefunden, aber hätte ja sein können, dass es irgendwo mal ein Impulsgeber war oder so. Aber, ja? Nee, ich habe eine Szene, wo die Amerikaner in einem Stück von mir, Geister in Princeton, über Kurt Gödel, habe ich tatsächlich eine Szene, wo die amerikanische Verfassung eine größere Rolle spielt, wo Gödel sich auf die, ein großer, teilweise verrückter Logiker war, sich auf die Prüfung zum amerikanischen Staatsbürger vorbereitet, mit Hilfe von Einstein, was tatsächlich historisch wahr ist, und behauptet, was Gödel tatsächlich tat, einen logischen Fehler in der Verfassung gefunden zu haben. Okay.
Und da wird dann tatsächlich über Verfassung geredet in der Szene, aber das ist ausschließlich die amerikanische, tut mir leid. Gibt es das aus Sicht eines Juristen logische Fehler in der Verfassung? Das ist eine gute Frage, sicherlich. Ja. Ich weiß aber, ich glaube nicht, dass man, ich weiß nicht, ob Logik eine sonderlich gute Kategorie ist, um irgendwie eine Verfassung zu durchdenken. Also mir scheint, eine Verfassung kann auch unlogisch sein, wenn sie das möchte. Mhm. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eine Verfassung schlechter macht oder besser macht, wenn sie unlogisch ist. Ich weiß aber nicht, ob das Grundgesetz einen Logikfehler hat. Mir würde keiner einfallen. Okay, wenn Ihnen einer einfällt, bitte aufschreiben und nach vorne reichen, dann lernen wir alle noch dazu. Also wir reden ja hier nicht über die amerikanische Verfassung, aber ich glaube, es hat niemand je rausgefunden bisher, was Gödel gemeint hat. Okay. Es sind aber Teile des Nachlasses auch noch unerschlossen. Aber ich würde tatsächlich glauben, unter Umständen, ich würde es für möglich halten, dass die Chaoten und Katastrophentruppe um Trump möglicherweise entdeckt hat, was Gödel meinte, mit in diesem Umstand, als sie nach der letzten Wahl rausgefunden haben, dass es grundsätzlich möglich ist, dass die Governors der einzelnen States einen Alternative Slate of Electors, also einen anderen Satz von Wahlmännern, schicken können, wenn Zweifel bestehen, was wiederum von den Governors entschieden wird, ob Zweifel bestehen. Und dass das halt die Möglichkeit eines Putsches offen lässt, der in dem Fall tatsächlich ja nur daran gescheitert ist, dass die Governors dann doch gesagt haben, wir machen das nicht. Mhm. Und Trump wollte das ja. Wir wissen nicht, ob das ist, was Gödel gemeint hat. Es wäre tatsächlich auch kein logischer Fehler, er hat auch nicht wirklich logischer Fehler gesagt, aber es wäre ein Fehler in der Verfassung. Es wäre eine Möglichkeit zu einem verfassungsgemäßen Putsch, den die Gründungsväter, die Founding Fathers, so nicht gesehen haben. Mhm. Also ich halte es für möglich, dass Gödel das gemeint hat, aber wir werden es nie wissen. Ja, genau. Wie würden Sie denn unsere Verfassung lesen, wenn Sie das Stück Literatur lesen? Ist es dann eher eine Komödie, eine Tragödie, eine große Erzählung, ein Gedicht? Herr Wiskott. Ich glaube, es versucht schon, es ist, glaube ich, bewusst gar nichts von beiden. Ich glaube, es ist auch stilistisch recht nüchtern gehalten, der Situation wahrscheinlich angemessen, 1948, 1949. Die Präambel hat sicherlich was von so einer Form von Erzählung, also irgendwie im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und so weiter. Das versucht natürlich, glaube ich, schon eine Form von Erzählung anzubieten. Ansonsten, glaube ich, ist das Grundgesetz, vielleicht macht es auch das gerade so erfolgreich, bewusst zurückhaltend, was so große Linien angeht oder große Erzählungen oder Ausflüge in Prosa. Herr Kemmer, Sie haben mir gesagt, nach unserem Gespräch, jetzt wollen Sie das Grundgesetz erst nochmal lesen, Vorbereitung. Jetzt haben Sie es getan. Was hatten Sie denn für einen Eindruck? Was ist das für eine Art von Textsorte? Es ist in der Tat sehr trocken, woran eine gewisse Schönheit liegt. Ich stimme natürlich zu, es ist eine Textsorte, die sich bemüht, keine Textsorte zu sein in gewisser Weise. Aber wenn man trotzdem es mit einer vergleichen sollte, dann ist es paradoxerweise, scheint mir am ehesten noch ein Gedicht, also eine Art Lehrgedicht, so wie Lucrez, also so eine Art nüchternes Lehrgedicht darüber, was gutes menschliches Zusammenleben ist. Also eher als eine, würde ich sagen, eher als eine Erzählung, wo es ja immer einen Bogen und eine Entwicklung gibt. Mhm. Aber das ist jetzt eine sehr spontan entwickelte These, vielleicht ist das Blödsinn. Aber klingt nachvollziehbar ein großes Lehrgedicht, als dass man es lesen kann. Ne? Ungereimt natürlich. Ja, genau. Aber nicht ungereimt. Nicht gereimt, aber nicht ungereimt. Herr Wiskott, ich würde Sie bitten, weil Sie ja am Anfang Ihres Artikels auch ein bisschen was zur Sprache des Grundgesetzes gesagt, vielleicht Ihren Artikel mal vorzulesen und uns damit wir auf den Kern kommen, nämlich Artikel 2. Den ganzen Text nehme ich an. Ja, wunderbar. Dann lese ich den Artikel einfach, glaube ich, einmal vorneweg mit vor. Der Artikel 2 hat zwei Absätze. Der erste Absatz lautet, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und der zweite Absatz lautet, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und mein Text dazu in diesem schönen Band trägt den Titel Wir Bürger.
Und da lese ich jetzt mal einen Ausschnitt daraus vor. Als Verfassung ist das Grundgesetz schon dem Namen nach schnörkellos. Auch sonst besticht es überwiegend nicht durch aussagekräftige Formulierungen, sondern durch quälend lange Zuständigkeits- und Verfahrensregeln, etwa in Artikel 23 zur europäischen Integration oder an den Artikeln zum Föderalismus. Beim besten Willen, wer soll das denn mit Freude lesen? Allseits bekannte Ausnahme ist die Menschenwürdegarantie, die sicherlich nicht zufällig jeder aus dem Stegreif aussagen kann. Und auch einzelne Grundrechte sind aphoristisch durchaus schön gefasst, wenngleich die Überfrachtung des Verfassungstextes durch den Änderungsfuror auch vor diesen nicht überall Halt gemacht hat. Etwa in Artikel 13 zur Unverletzlichkeit der Wohnungen. Sie können ihn, wenn Sie ihn haben, ja mal aufschlagen. Es sind 7 lange Absätze und Sie machen keinen Spaß. Artikel 2 jedoch strahlt immer noch in der prägnanten Fassung, die 1949 gegeben wurde. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit sowie auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Zudem ist die Freiheit der Person unverletzlich. In diese Formulierung wollte man im Parlamentarischen Rat Pathos und eine gewisse Würde legen. Das ist unzweifelhaft gelungen. Allein Sprachästhetik ist der meisten Juristen Sache wirklich nicht. Profane Grundrechtsdogmatik tut sich, siehe erneut Menschenwürde, schwer mit Verfassungspoesie. Was vor allem das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit bedeuten sollte, war lange umstritten. Welches Verhalten dient eigentlich der Entfaltung der Persönlichkeit und soll also geschützt werden? Das Grundgesetz sagt dazu nichts. Und so gingen in den frühen Jahren des Grundgesetzes die Meinungen dazu denkbar weit auseinander, bis sich das Bundesverfassungsgericht 1957 erstmals umfassend zu Artikel 2 äußerte und damit der allgemeinen Unklarheit ein Ende setzte. Unter dem Namen Elfes-Urteil, benannt nach dem Beschwerdeführer der zugrunde liegenden Verfassungsbeschwerde Wilhelm Elfes, ist das Urteil als die Leitentscheidung zu Artikel 2 in die bundesdeutsche Verfassungsgeschichte eingegangen. Dank der dort getroffenen Weichenstellung ist aus dem Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und seinem Soweitsatz kurzerhand eine Konstruktion erwachsen, die beinahe jeden Akt der öffentlichen Gewalt unter den Vorbehalt umfassender verfassungsgerichtlicher Prüfung stellt. Die auch dadurch ermöglichte Dominanz des Bundesverfassungsgerichts prägt das Verfassungsrecht genauso wie die politische Kultur der Bundesrepublik in einem kaum zu überschätzenden Ausmaß, im Guten wie auch im Schlechten. Der Weg dahin war nicht zwingend. Die im Elfes-Urteil zu entscheidende Frage hatte auf den ersten Blick gar nichts zu tun mit Artikel 2. Es ging darum, ob die Freiheit aus dem Bundesgebiet auszureisen, die Elfes versagt worden war, grundrechtlich geschützt ist, obwohl es hierfür kein spezielles Grundrecht gibt. Die Lösung für diese unbefriedigende Situation fand das Gericht damals in Artikel 2, in dem es bei dessen Interpretation für eine verbreitete, aber sicher nicht unumstrittene Lesart adoptierte. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit könne nur verstanden werden als ein, ich zitiere, selbstständiges Grundrecht, das die allgemeine menschliche Handlungsfreiheit gewährleistet. Zitat Ende. Das bedeutet, was im zweiten Absatz von Artikel 2 oder den übrigen Grundrechten nicht ausdrücklich unter Schutz gestellt wird, genießt wenigstens den Schutz des Auffanggrundrechts der allgemeinen Handlungsfreiheit in Artikel 2 Absatz 1. Geschützt wird von diesem also nicht ein irgendwie qualifiziertes, sondern ausnahmslos jedes Verhalten. Die Ausreise aus der Bundesrepublik genauso wie jedes andere Tun und Unterlassen mag es auch noch so banal oder destruktiv anmuten. Der nächste Abschnitt trägt den Titel Die Schranken der Freiheit. Gesagt war mit dieser Lesart zunächst einmal wenig. Freiheit gilt selbstverständlich nicht unbegrenzt. Absatz 1 will schon dem Wortlaut nach den Einzelnen nur schützen, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Juristen fassen das, reichlich euphemistisch, unter dem Begriff der Schrankentriers, weil der Entfaltung der Persönlichkeit drei Grenzen oder eben Schranken gesetzt sind. Und sie lassen dabei unter den Tisch fallen, dass es in Wahrheit nur eine Schranke von Relevanz gibt. Allein die verfassungsmäßige Ordnung ist das zentrale Element der drei Einschränkungsmöglichkeiten. Der Begriff der verfassungsmäßigen Ordnung meint allerdings in verschiedenen Zusammenhängen etwas völlig anderes. Bei Artikel 9 beispielsweise ist man sich einig, dass damit nur der normative Kern der Verfassung, die berühmte freiheitlich-demokratische Grundordnung, gemeint sein kann. Dass die Freiheit des Einzelnen endet, wo es um Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat geht, das leuchtet ein. Jedoch reicht es nicht. In Deutschland ist bekanntlich alles Mögliche verboten, das nicht ansatzweise in die Nähe dieser Bedeutung kommt. Alles verfassungswidrig? Natürlich nicht.
Das Bundesverfassungsgericht verschafft sich im Elfes-Urteil mit einem kleinen semantischen Trick Abhilfe. Die verfassungsmäßige Ordnung wird in Artikel 2 als verfassungsmäßige Rechtsordnung insgesamt verstanden. Das heißt, als das Ensemble der Rechtsnormen, die ihrerseits mit der Verfassung in Einklang stehen. Das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit lässt sich also durch die gesamte Rechtsordnung mit allen ihren unzähligen Bestimmungen einschränken. In der Sache ist es konsequent und gerade demokratisch richtig. Es hat allerdings zur Folge, dass die beiden anderen Elemente der Trias, die Verletzung der Rechte anderer oder Verstöße gegen das Sittengesetz, zur Irrelevanz verdammt sind. Die Rechte anderer, unverkennbare Bezugnahme auf die Erklärung der Menschenrechte, Menschen- und Bürgerrechte von 1789, spielen nur insoweit eine Rolle, als sie rechtlich normiert sind. Aber dann sind sie bereits in der verfassungsmäßigen Ordnung enthalten. Als eigenständige Grundrechtsschranke sind die Rechte anderer daher in der Verfassungswirklichkeit vollkommen irrelevant. Beinahe, aber nur beinahe, das Gleiche lässt sich auch für das Sittengesetz sagen. Aufgenommen hatte man den Begriff um eine, ich zitiere, Berücksichtigung der sittlichen Grundlagen unseres Handelns zu gewährleisten, deren Existenz man im Parlamentarischen Rat für, Zitat, unmittelbar einsichtig hielt. So sah das kurzzeitig auch das Bundesverfassungsgericht, als es ebenfalls 1957, nur wenige Monate nach dem Elfes-Urteil, die Strafbarkeit männlicher Homosexualität unter anderem mit dem Argument rechtfertigte, diese Verstoße eindeutig gegen das Sittengesetz. Es sollte der einzige positive Bezug des Bundesverfassungsgerichts auf das Sittengesetz bleiben, das sicherlich zur Bonner Republik der 50er Jahre passte, aber dann von der gesellschaftlichen Entwicklung überholt wurde. Ich überspringe einen Teil und mache weiter mit einem Abschnitt, der heißt Freiheit als einschränkungsbedürftige Angelegenheit. Der zweite Absatz des zweiten Grundgesetzartikels garantiert das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und erklärt schließlich die Freiheit der Person für unverletzlich. Im Gegensatz zum ersten Absatz mit seinen interpretationsbedürftigen Bestimmungen sind Leben und körperliche Unversehrtheit unmittelbar deutlich. Was die Freiheit der Person angeht, so liegt darin keine Wiederholung von Absatz 1. Das könnte man ja erstmal denken. Vielmehr ist der Schutz der körperlichen Bewegungsfreiheit vor willkürlichen Verhaftungen gemeint. Dieser Sinn erschließt sich freilich nur, wenn man weiß, dass man den Artikel 104 dazu lesen muss, der diese Idee mit Leben füllt. Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person. Warum eigentlich auch noch diese Grundrechte im gleichen Artikel wie das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung? Das ist vielleicht kein Zufall, denn man kann und sollte den ganzen Artikel als grundrechtliche Umsetzung der Menschenwürdegarantie lesen. Absatz 1 enthält die ideellen, Absatz 2 die materiellen Mindestbedingungen für ein Leben in Würde. Diese recht harmonische Gesamtkomposition verdeckt jedoch die unwahrscheinliche Sprengkraft, die zwischen den einzelnen Garantien besteht. Dass die Freiheit des einen endet, dass die Freiheit des einen mit der körperlichen Unversehrtheit des anderen kollidieren kann, ist spätestens wieder offensichtlich, seit es die Corona-Pandemie mit Wucht jedem bewusst gemacht hat. Müssen nicht eigentlich körperliche Unversehrtheit und Leben schwerer wiegen als Freiheit? Immerhin lässt sich Letztere ohne die ersten beiden nicht wahrnehmen. Ganz so einfach ist es jedoch nicht, denn schon Satz 3 von Absatz 2 bestimmt reichlich unterkühlt. In die Rechte des zweiten Absatzes darf aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Eingriffe in das Leben sind zwar Ultima Ratio, das Grundgesetz selbst ächtet sie teilweise, wenn es in Artikel 102 die Todesstrafe verbietet. Im Übrigen gilt aber, absoluten Schutz gewährleistet das Grundgesetz tatsächlich nur der Menschenwürde. Weder Leben noch körperliche Unversehrtheit werden demgegenüber absolut gesetzt. Am zweiten Grundgesetzartikel lässt sich so sinnfällig wie selten verdeutlichen, was für das gesamte Grundgesetz zentral ist. Verschiedene grundrechtlich geschützte Interessen kollidieren. Einen absoluten Vorrang hat keines. Weder die Freiheit, noch die körperliche Unversehrtheit, noch andere grundrechtlich geschützte Güter. Stattdessen müssen diese Interessen sorgsam austariert werden. Und sie werden das in den Formen des Rechts. Rechts ist also einerseits zumeist ein Eingriff in die von Artikel 2 Absatz 1 geschützte Freiheit, zu tun und zu lassen, was man will. Es dient aber andererseits immer auch dem notwendigen Schutz anderer grundrechtlich geschützter Interessen. Ich überspringe noch mal ein Stück und ende mit dem Abschnitt, mit dem letzten Abschnitt, der den Titel trägt, Freiheit als politischer Auftrag. Man könnte Recht und Freiheit also auch anders verstehen.
in dem die freiheitsschaffende Dimension der scheinbar immer nur freiheitsbegrenzenden Rechtsetzung in den Blick genommen wird. Recht ist eben nicht nur einseitig Beschränkung, sondern zunächst auch notwendige Bedingung von Freiheit. So verstanden ist der politische, demokratische Prozess hinter der Rechtsetzung konstitutiv für die Schaffung, Erhaltung und regelmäßig notwendige Neuaushandlung dessen, was wir unter Freiheit verstehen und auch, wo wir ihre notwendigen Grenzen ziehen wollen. Freiheit könnte also etwas sein, das man eben nicht ausschließlich vor dem Verfassungsgericht verteidigt, sondern vor allem im Parlament und der politischen Öffentlichkeit, in den rechtlichen und politischen Formen der Demokratie aushandelt. Sie könnte heißen politische Freiheit. Das verlagert allerdings auch die Verantwortung weg von einem Verfassungsgericht und hin zu, ja, wem eigentlich? Dass es für Citoyen keine deutsche Übersetzung gibt, das wusste schon Hegel. Mittlerweile gibt es zwar den Staatsbürger, aber bezeichnenderweise meist nur in Uniform oder am Wahltag, wenn es um die erste Bürgerpflicht zu wählen geht. Dabei erschöpft sich die Rolle des Staatsbürgers natürlich nicht im gelegentlichen Setzen eines Kreuzchens. Vielmehr erfordert das politische Formprinzip der Demokratie auch und gerade im Alltag ein Bewusstsein von der Verantwortung für das demokratische Gemeinwesen. Die schöne Formulierung des Artikel 2 ist durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ganz in Vergessenheit geraten. Aber die Verantwortung für die notwendige Bestimmung von Umfang und Grenzen unserer Freiheit fällt in der Demokratie eben nicht primär dem Verfassungsgericht zu, sondern uns Bürgern. Besten Dank. In diesem Sinne lässt sich der zweite Artikel des Grundgesetzes als Appell lesen. Jedem die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit zu ermöglichen, ohne die Rechte anderer zu verletzen, könnte ein gemeinsam zu verwirklichender politischer Auftrag sein. Danke sehr. Jetzt sind Sie aber selber ein bisschen ins Pathos abgerutscht am Ende, oder? Ja, tatsächlich. Allerdings, wie kam das? Die Idee, einen literarischen Grundgesetzkommentar zu schreiben, die Idee fand ich eigentlich sehr gut. Allerdings habe ich mich selber gefragt, was eigentlich ein literarischer Grundgesetzkommentar sein soll oder wie man eigentlich das Grundgesetz literarisch kommentiert. Und mir erschien eigentlich der charmanteste Weg zu sein, den Text des Artikel 2, der mir nun dankenswerterweise zugefallen war, einmal daraufhin irgendwie zu befragen, was er eigentlich jenseits dessen bedeutet, was wir als Juristen aus ihm machen. Und gerade wenn man irgendwie das Grundgesetz als Text, als Literatur nimmt, dann fand ich es irgendwie ganz einleuchtend eigentlich, den Text des Artikel 2 mal gegen den Strich zu lesen oder gegen den juristischen Strich gewissermaßen zu lesen und in einer anderen Richtung fruchtbar zu machen. Und das ist erstaunlich, also da ist ein bisschen Pathos rausgekommen, das ist sicherlich richtig, aber ich finde, dass der zweite Grundgesetzartikel das auch durchaus hergibt, ihn so zu lesen. Und vielleicht sollten wir ihn öfter so lesen und weniger so, wie die Juristen ihn lesen. Ging Ihnen das genauso, Herr Kehlmann? Mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit, das ist auch so ein schönes Wort, entfalt fast auch schon literarisch. Es gab übrigens auch damals den konkurrierenden Vorschlag, tatsächlich zu schreiben, ich glaube sogar von Heuss, zu tun und zu lassen, was man will. Also das ein bisschen profaner zu formulieren. Aber da hat man sich doch für diesen Ausdruck entschieden. Eine gute Wahl? Ja, ich finde schon. Also besser als zu tun und zu lassen, was man will. Das ist komischerweise eine Formulierung, die sofort inneren Widerspruch. Naja, alles, was man will, kannst du nicht. Also freie Entfaltung der Persönlichkeit ist irgendwie zurückhaltender und schöner, ja. Ja. Nein, das ist schon ein schöner Artikel. Also den kann man nicht ohne so eine gewisse Grundhochgestimmtheit lesen. Wenn auch, das muss ich jetzt auch sagen, die Bezugnahme auf Sittengesetz, die ja auch hier dieses eine Mal in einer für uns sehr fragwürdigen Weise angewendet wurde und nur dieses eine Mal, wenn ich das richtig verstanden habe, dann so, ich meine, Sittengesetz ist ja auch für Kantianer ein ganz wichtiges, zentrales, hochgestimmtes Wort, aber man denkt natürlich, wenn man das liest, empfindet man es natürlich schon vor allem gleich als Einschränkung und sagt, naja, aber darüber kann man ja jetzt lange diskutieren, was jetzt, ob eine konkrete Handlung dem Sittengesetz, für Kantianer ist es ja noch ganz wichtig, ob es dem Sittengesetz nur entspricht oder auch aus dem Sittengesetz, ob es ihm nur gemäß ist oder auch aus dem Sittengesetz heraus erfolgt. Das interessiert das Grundgesetz hier nicht. Aber man spürt schon sofort, dass die,
dass das Wort Sittengesetz hier alle möglichen, es ist gleichzeitig sehr schön und es öffnet alle möglichen Falltüren. Mhm. Und eben auch die Frage, es ist auch, also natürlich gibt es eine zeitlose, ist die Frage, was sollen wir tun? Im Kantschen Sinn hat eine zeitlose Dimension, aber rein pragmatisch wissen wir schon, dass sich unsere Vorstellung davon stark verändert. Und dann sind wir bei der Debatte über Originalism, also wie man, die in Amerika so eine wichtige Rolle spielt, wie sehr spielt eine Rolle, was die Leute gedacht haben, die das geschrieben haben. Und wie sehr dürfen oder sollen wir das interpretieren? Das ist ja eine wahnsinnig wichtige Frage. Gibt es einen Kern in diesem Artikel, der sozusagen gar nicht interpretationsfähig ist? Also der auch vom Zeitgeist her nicht angetastet werden kann? Würden Sie sagen, da gibt es einen originellen Kern, um das Wort aufzugreifen, der so wichtig ist, der Freiheitsgedanke, der Satz 2 als ein Abwehrrecht, der nicht in Frage gestellt werden darf? Weil man darf alles in Frage stellen, aber man sollte es nicht tun. Also was sicherlich einen Kern hat, den man nicht in Frage stellen sollte, das ist vor allem der zweite Absatz, der irgendwie deutlich handfester formuliert, also Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person. Das sind sicherlich irgendwie ja, sehr auf den ersten Blick greifbare Grundrechte, die man jetzt auf Dauer sicherlich nicht irgendwie gut einschränken oder abschaffen oder wie auch immer kann. Was den ersten Absatz angeht, das ist sicherlich deutlich schwieriger, da einen Kern festzumachen, der irgendwie den Zeitgeist oder die Zeit überdauert. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die Form, wie man sich in seiner Persönlichkeit entfalten mag, sicherlich auch sehr stark vom Zeitgeist abhängt oder von den Umständen, in denen man nun mal lebt. Sicherlich gibt es, das ist auch so, da kann man, da sollte man vielleicht auch in den ersten Absatz hineinlesen, eine Mindestgarantie an Freiheit, an Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt irgendwie auf konkrete Handlungen oder Bereiche festmachen kann. Dafür ist wahrscheinlich einfach, sind die Umstände zu wichtig, von denen das abhängt, wie man sich dann im Einzelfall entfaltet. Nun lässt sich ja die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes nachvollziehen, nämlich in diesen Akten und Protokollen, die es gab. Und da kann man nachlesen, wie das diskutiert worden ist. Und das Interessante bei Artikel 2 ist, dass es einmal die Version gab, zumindest wurde das diskutiert, ob man nicht nur das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit garantiert, sondern auch das auf Sicherheit. Stand da kurz mit drin, wurde dann wieder rausgenommen. Warum steht, es steht nicht drin, aber es wurde zumindest diskutiert. Hätte das denn einen anderen Charakter gehabt, wenn wir da auch die Sicherheit mit im Grundgesetz stehen hätten? Ja, es gibt immer mal wieder so Versuche. Also ich glaube nicht nur bei dem Artikel 2 bei der Schaffung, sondern auch in der Wissenschaft immer wieder mal so Anklänge, so ein super Grundrecht auf Sicherheit zu schaffen. Ich glaube nicht, dass das Grundgesetz oder dass ein Grundrecht auf Sicherheit einem Grundgesetz sonderlich gut tut. Zum einen, weil Sicherheit mindestens genauso ausfüllungsbedürftig ist wie vieles andere auch. Aber zum anderen, weil Sicherheit auch jetzt den klassischen Grundrechtscharakter, den wir vielleicht zuvörderst erstmal da reinlesen, nämlich eine Form von Abwehrrecht, das man gegen den Staat halten kann, nur das lässt sich mit Sicherheit, glaube ich, nur sehr schwer vereinbaren und würde vielleicht auch die ganze Idee umdrehen. Also wenn man sagt, man hat ein Grundrecht auf Sicherheit, dann ist das ja zunächst mal auch ein Auftrag an den Staat, Sicherheit zu schaffen, während wir, zumindest das ist die Idee, wie man das Grundgesetz liest, wir davon ausgehen, dass wir den Staat eigentlich einschränken mit Grundrechten und nicht zu sicherheitsstiftenden Maßnahmen ermächtigen. Also ich glaube nicht, dass das, weil ich glaube schon, dass das den Charakter stark verändern würde. Ja. Und ich meine, man kann das ja auch auf die ganz einfache Formel bringen. Wir wissen ja alle, dass Freiheit und Sicherheit eigentlich irgendwie einander ausschließende Begriffe sind. Je freier ich bin, desto weniger sicher bin ich. Das ist einfach so. Je mehr ich mich um Sicherheit bemühe, desto mehr reduziere ich meine Freiheit. Und beides nun in einen Absatz zu spannen und dem Staat zu sagen, er ist jetzt für zwei Dinge zuständig, die sich inhärent widersprechen, wäre eigentlich eine furchtbare Schwächung des ganzen Anliegens. Aber teilen Sie die Beobachtung, dass es eine Tendenz gibt, dass es immer mehr sozusagen das Grundgesetz auch als etwas ausgelegt wird, nicht nur im Hinblick auf die Pandemie, auch auf Fragen, die früher liegen, als
dass der Staat gewisse Sicherheitsgarantien hat, dass man auch gewisse Sicherheitsrechte gegenüber dem Staat hat, die er garantieren soll, Schutzrechte und so weiter. Auch wenn das Wort da nicht drinsteht, aber dass da so eine schleichende Umdeutung stattfindet. Ich weiß nicht, ob der Begriff der schleichenden Umdeutung da passt. Es ist sicherlich so, gerade wenn man den zweiten Absatz liest, wo irgendwie drin steht, man hat Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das ist also sicherlich der zentrale Absatz, aus dem man sowas wie staatliche Schutzpflichten hinauslesen kann und auch liest. Also ich glaube, das erste Mal war das erste Urteil zum Schwangerschaftsabbruch in den 70ern, das gemacht hat, zu sagen, der Staat muss sich schützend vor das ungeborene Leben stellen. Was damals und auch sicherlich, glaube ich, zu Recht viel kritisiert worden ist, weil es natürlich genau das tut, ein Grundrecht eigentlich umzudrehen in seiner Funktion und zu sagen, es ist nicht mehr etwas, das man dem Staat entgegenhalten kann, sondern es ist plötzlich etwas, das den Staat damals nach dem Bundesverfassungsgericht dazu verpflichtet hat, einen Straftatbestand irgendwie einzuführen für diese Konstellation. Diese ganze Idee von Schutzpflichten des Staates ist aber erstaunlich vage geblieben, glaube ich. Also es gibt sehr wenige Fälle, und ich glaube auch, dass das richtig ist, wo man konkrete Handlungen daraus ableiten kann. Es gibt aber sicherlich die Erwartung, gerade was Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit angeht, sicherlich die Erwartung, dass der Staat, wenn es nichts Konkretes ist, aber irgendetwas tut, um sich da vorzustellen. Also wir hätten ja vielleicht auch alle im, weiß ich nicht, März 2020 komisch geguckt, wenn wir gar nichts gegen Corona gemacht hätten. Das ist sicherlich etwas, was auch Ausfluss eines Verständnisses ist. Auch von Grundrechten, die auch durch den Staat nicht nur beeinträchtigt werden, sondern auch garantiert werden auf eine Art. Ja, also ich denke auch, und ich meine, ich verlange schon vom Staat, dass er mir eine gewisse Sicherheit bietet. Die Frage ist nur, ob das gleich im Verfassungsrang stehen muss oder in der Verfassung stehen muss. Ich meine, die Debatte ist auch wieder, wenn ich noch einmal Amerika bringen darf, ist natürlich aus amerikanischer Sicht ganz wichtig. Man sieht die Auswüchse und Gefahren, wenn man den Staat zu sehr aus der Pflicht für Sicherheit nimmt, weil das natürlich das Argument der Waffenlobby ist, zu sagen, das ist ja überhaupt nicht die Sache des Staates. Und man hat wirklich die Extremform dieses Argumentes, wäre tatsächlich zu sagen, wir brauchen gar keine Polizei, wir haben einfach alle Waffen und wenn jemand anderen bedroht, dann verteidigt man sich selber. Und ich glaube, das will keiner von uns. Und wir würden alle den Staat, glaube ich, vom Staat verlangen, dass er uns vor gewalttätigen Übergriffen schützt und das nicht selber machen wollen. Die Frage ist nur, ob das wirklich in gleicher Weise ob das in die Verfassung gehört, ob die Aufgabe der Grundrechte nicht eher ist, den Staat in gewissen Punkten abzuwehren. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch andere Forderungen und Wünsche an den Staat haben sollten. Also historisch ging es darum, tatsächlich das als Abwehrrechte gegenüber, auch aufgrund der Erfahrung, die ja die Verfassungsväter und Mütter gemacht hatten, eben als Abwehrrecht zu formulieren. Aber ich will das doch nochmal zuspitzen, weil das ja doch eine Entwicklung ist, die ich zumindest beobachte. Und ob die uns nicht, auch wenn es nicht in der Verfassung steht, ob da nicht sozusagen eine Uminterpretation stattfindet, die uns auch Anlass zur Sorge sein sollte, denn eine höhere Sicherheit, dafür zahlt man auch einen Preis, nämlich den Preis der Freiheit. Das ist immer ein großes Spannungsfeld. Und mit Blick auf die letzten 3 Jahre auch, dann nochmal die Frage, Sie haben beide, das habe ich eben auch in der Vorstellung angekündigt, ja Probleme mit der Ausgangssperre in Deutschland. Das wurde ja auch zum ersten Mal tatsächlich flächendeckend gemacht, eben mit Berufung auf den Artikel 2 Absatz 2, nämlich dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Herr Wiskott, Sie haben da ein bisschen formal argumentiert, aber ging es Ihnen auch direkt um die Sache? Und würden Sie sagen, diese Ausgangssperre, so ein tiefer Grundrechtseingriff, ist eben mit diesem Charakter, dem historischen Charakter von Artikel 2 Absatz 2 gar nicht zu vereinbaren? Zumal ja die Freiheit der Person auch noch dort auch noch geregelt ist. Ja. Oder ist es bei Ihnen rein formales Argument? Es war ein formales Argument, das ist richtig. Aber ich glaube schon, dass es auch einfach eine materielle Frage ist, dass... Und da haben Sie wahrscheinlich auch recht, das würde ich auch so sehen, dass das nicht als irgendwie, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nicht irgendwie als Generalermächtigung dazu dienen kann, frei nach Schnauze, sage ich mal, Ausgangssperren einzuführen. Das ist schon so.
Ich weiß nicht, ob das jetzt im konkreten Fall so war, da gab es ja auch große Diskussionen, wie wirksam das jetzt im Einzelfall ist oder nicht. Da bin ich zu wenig Epidemiologe, um da irgendwas beurteilen zu können. Ich weiß auch nicht, ob es da mittlerweile irgendwie nähere Erkenntnisse gibt. Aber es ist natürlich schon so, dass das im Kern eine problematische Argumentation ist, wenn man irgendwas tut und dann auf Artikel 2 Absatz 2 verweist und so sagt, jetzt schützen wir aber Leben. Mit dem Argument kann man sicherlich kann man alles rechtfertigen und das, glaube ich, wollen wir nicht. Das würde ich auch so sehen, ja. Was war denn Ihr konkreter Störfaktor sozusagen an diesen Ausgangssperren? Naja, es ist ein doppelter sozusagen. Man muss immer diese zwei Argumente trennen. Das eine ist, dass ich tatsächlich glaube, das hat gar nicht viel bewirkt, weil wir also dass die Ausgangssperre an sich eine sehr zahnlose Maßnahme war. Das ist aber gar nicht so die Hauptsache. Die Hauptfrage ist, nehmen wir an, sie wäre wahnsinnig wirksam gewesen, kann man dann trotzdem wollen, dass der Staat überhaupt die Möglichkeit hat, Ausgangssperren zu verhängen? Ich wusste das nicht. Ich war zuletzt kurz bevor die sogenannten Lockdowns, das ist ja auch ein problematisches Wort, wirkliche Lockdowns gab es ja tatsächlich in den meisten Staaten gar nicht, wo der Ausdruck verwendet wurde, aber ich war in Frankreich, das war Anfang März 2020, und ich wurde von einem sehr netten, gescheiten Fahrer, den mein Verlag geschickt hatte, zum Flughafen gebracht. Und der Fahrer sagte, wir sind jetzt auf Stufe 3. Wenn es auf Stufe 5 geht, dann darf man die Wohnungen nicht mehr verlassen. Und ich war vollkommen verblüfft, dass es in westlichen Staaten, also in dem Fall Frankreich, die Möglichkeit gibt, dass der Staat den Bürgern sagen kann, sie dürfen die Wohnungen nicht mehr verlassen. Ich wusste nicht, dass das rechtlich irgendwie geht. Also außer natürlich, man ist gerichtlich verurteilt und hat zu Hausarrest verurteilt von dem Gericht, individuell wegen einer Straftat. Ich war vollkommen verblüfft und schockiert und wusste das nicht. Und ich habe mich seither wirklich immer wieder gefragt, sollten Staaten das überhaupt tun können? Und dazu muss man natürlich sagen, die meisten Staaten haben so eine etwas wackelige Umgehung gewählt, in gewisser Weise auch, also geschieht das dann auch immer wieder in Deutschland, aber zum Beispiel in Amerika gab es Stay-at-Home-Orders, die hatten dann ganz viele Ausnahmen und eine Ausnahme war immer Sport. Und ich meine, Sport kann auch sein, dass ich weggehe oder irgendwo hinfahre, wo ich Sport treiben möchte. Also das heißt, man kann da nicht von einer echten Ausgangssperre sprechen. Aber es war zum Beispiel so, in Wien durfte man die Stadt nicht verlassen eine Zeit lang. In Hamburg mussten Leute, die ich kenne, sich Jogginganzug anziehen, um Zigaretten zu kaufen, weil so konnte man argumentieren, dass man zum Sport draußen war. Und das ist alles einerseits amüsant, das ist es ja auch. Aber wenn man mit einer gewissen, sagen wir es ruhig, kantianischen Grundsätzlichkeit an diese Fragen rangeht, ist es eigentlich unakzeptabel, dass die Polizei mich zwingt, mir einen Jogginganzug anzuziehen, um mir Zigaretten zu kaufen. Oder die brutalere Seite hat man in Spanien gesehen, wo tatsächlich 3 Monate lang man mit einem Kind nicht auf die Straße gehen durfte. Also wenn man mit einem Kind auf der Straße war, kam die Polizei und hat gesagt, nehmen Sie das Kind wieder rein. Das heißt, und da gab es im Unterschied zu Deutschland überhaupt keine Debatte über diese Maßnahmen. Ich kenne mich jetzt nun gar nicht aus, wie die spanische Verfassung in der Hinsicht aussieht, aber die wirkliche grundsätzliche Frage, über die man tatsächlich diskutieren kann, auf grundsätzlicher Basis wäre, nicht hat die Ausgangssperre was gebracht, die jetzt ja gerne aufkommt, sondern sollte es sowas überhaupt geben können? Und ich tendiere dazu zu sagen, nein. Und was sagt uns denn das über die Stellung der Grundrechte? Jetzt haben wir, bei Sonntagsreden wird das oft hervorgeholt und dann wird das benannt und Demokratie und Freiheit. Und wenn Sie sozusagen bei einer Krisensituation so zur Disposition gestellt werden, was sagt uns denn das über die Grundrechte? Also sind sie dann nur Papier und das Papier nicht wert, auf dem sie stehen? Oder müssen wir sie sozusagen leben und dann aktiv gegen Ausgangssperren verstoßen? Ich glaube nicht, dass wir jetzt in Deutschland in der Situation waren, wo Grundrechte nur noch Papier waren. Ich glaube, es gab schon aber eine Entwicklung, dass wir nach einer
sehr kritischen Phase vielleicht, als wir alle nicht so richtig wussten, was Corona ist und wo es hingeht, vielleicht uns häufig zu wenig oder gerade in der Politik uns zu wenig Gedanken darüber gemacht haben, ob man aus grundrechtlichen Gründen einzelne Maßnahmen lassen sollte, nachschärfen sollte, abschwächen sollte. Das ist, glaube ich, häufig ja, zu kurz gekommen, auch weil wir zumindest, was so diese Gesetzgebungsgeschichte anging, glaube ich, sehr viel irgendwie sehr plötzlich immer machen mussten oder wir haben sehr lange gewartet, bis irgendwas passiert. Da bleibt natürlich auch wenig Raum, um jetzt grundrechtliche Fragen nochmal grundsätzlich zu diskutieren. Das ist, glaube ich, schon etwas gewesen, was ja, sich so ein bisschen durchgezogen hat und ich glaube auch nicht, dass das sonderlich produktiv war oder hilfreich war. Ich weiß nicht, ob man dagegen jetzt was tut oder dagegen etwas hätte tun können, wenn man bewusst gegen Ausgangssperren verstößt. Das ist vielleicht eine Entscheidung, die man selber treffen sollte. Das wäre jetzt nicht mein Weg gewesen, mich dagegen zur Wehr zu setzen, aber ja. Sie haben ja einen anderen Weg gewählt. Sie haben nämlich auf dem Verfassungsblog einen Essay geschrieben, der sich eben formell damit auseinandergesetzt hat, dass man die Ausgangssperre, hoffentlich sage ich es jetzt richtig, weil es wirklich sehr Finesse ist, nicht durchgesetzt, sondern nur aufgrund eines Gesetzes durchsetzen kann. Ist das richtig? Ja, das sagt der Artikel 2 im zweiten Absatz. Ich hatte es ja auch vorgelesen. Ja. Man darf nur aufgrund eines Gesetzes eingreifen. Und der Artikel 104, der da irgendwie mit dazugehört, ich hatte es auch gesagt, der wiederholt es im Kern nochmal. Das ist so eine Frage gewesen, zu der hat sich so 70 Jahre lang niemand Gedanken gemacht. Gott sei Dank musste das auch niemand, weil wir kein Problem mit Ausgangssperren hatten, 70 Jahre lang. Aber das Problem gab es, schien mir dann irgendwie dann drängend, als das tatsächlich aufgekommen ist. Das gab es ja irgendwie diesen Mechanismus, dass die Ausgangssperre automatisch gegriffen hat, wenn man irgendwie über einer gewissen Inzidenz war, glaube ich. Ich habe schon alles wieder durcheinander gebracht oder vergessen. Und da ging es in der Tat um die Frage, ob das eigentlich das Gesetz selber machen kann oder ob es nicht nur so sein sollte, so kann man den Artikel lesen, dass es nur aufgrund eines Gesetzes passieren soll. Das heißt, dass der Gesetzgeber ein Gesetz erlässt, in dem drin steht, wir können eine oder die Verwaltung kann eine Ausgangssperre verhängen und die Verwaltung tut es dann durch Rechtsverordnung oder was auch immer sie dann für Allgemeinverfügung, Verwaltungsakt, was sie dann für Handlungsformen hat. Das scheint mir, das Verfassungsgericht hat es anders gesehen, scheint mir weiterhin zwingend, wenn man sich den Wortlaut von Artikel 2 und Artikel 104 anguckt. Und ich glaube, es gibt auch vielleicht einen guten Grund dafür, zumindest erschien mir das so und das, da würde ich auch weiterhin das so sehen, weil man natürlich schon sagen kann, dass die Verwaltung, die im Zweifel ja Ländersache ist und irgendwie vor Ort vielleicht noch mehr unterwegs ist, im Einzelfall besser einschätzen kann, ob man mit einer Ausgangssperre jetzt wirklich was erreicht oder nicht. Das ist diese ja, kompetenzielle Frage, die man in diese aufgrund eines Gesetzes Formulierung hineinlesen kann. Das schien mir damals irgendwie... Ja. Aber ich finde das auch wichtig, dass man sagt, es gibt ja in jeder Gesellschaft, sogar in China, wo es ja so radikal war wie nirgendwo sonst, wurden Entscheidungen getroffen, wo man sagt, dies oder jenes tut man nicht, auch wenn es unzweifelhaft wirken würde. Also das heißt, man kann die Grundsatzdebatte, finde ich, nicht immer auf die Ebene bringen, hat es was geholfen oder nicht, damit, sondern die Frage ist, also in China hat man am Anfang tatsächlich die Erkrankten aus den Familien geholt mit Gewalt und in Krankenhäuser gebracht. Und das hat man dann nach einer Weile auch gelassen, aber andere Gesellschaften haben das nie gemacht. Es ist unzweifelhaft, dass das helfen würde. Das ist überhaupt keine Frage, aber das hat man nicht gemacht. Anderes Beispiel, es hätte bei der Impfkampagne, da statistisch wesentlich mehr Männer gestorben sind als Frauen, wäre es sozusagen rein epidemiologisch sinnvoll gewesen zu sagen, wir impfen erst alle Männer und dann sind erst die Frauen dran. Das hat man aus naheliegenden Gründen nicht gemacht. Das wäre gesellschaftlich nicht vertretbar gewesen. Aber sozusagen, jede Gesellschaft hat immer schon Entscheidungen getroffen, wo sie von vornherein schon festgelegt hat, es gibt Dinge, die sich nicht
lohnen oder lohnen, die nicht, die einfach zu weit führen. Das heißt, die Frage wäre dann zum Beispiel angesichts der Ausgangssperre oder auch angesichts der Einreiseverbote, wo ich auch im Nachhinein denke, das war wirklich ein ganz merkwürdiger Vorgang, dass plötzlich in der EU die Reisefreiheit nicht mehr möglich war. Da würde man auch fragen, also wie da die juristische Seite eigentlich aussieht. Selbst wenn das gewirkt hat, hat das nicht zu weit geführt. Und ich denke, diese Frage muss man immer wieder stellen. Und man hat sie eigentlich eben auch, die Gesellschaften haben sie auch gestellt, indem sie diese Vorentscheidungen getroffen haben. Jetzt war es so, bei der Entstehung dieses Artikels, ich komme nochmal darauf zurück, war es zunächst vorgesehen, zuerst das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit an die erste Stelle zu setzen, also und danach erst freie Entfaltung der Persönlichkeit. Man hat sich dann am Ende aber in der Endfassung dafür entschieden, zuerst die Freiheit und dann das Recht auf Leben zu setzen. Ist das auch eine programmatische Entscheidung gewesen im Nachhinein? Also ist das auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, es kommt erst die Freiheit, erst die Persönlichkeit und dann das Abwehrrecht gegen den Staat? Es scheint mir, also man kann es sicherlich als programmatische Entscheidung lesen, ich wusste das jetzt offen gestanden nicht. Es scheint mir auch als programmatische Entscheidung durchaus nachvollziehbar und richtig zu sein. Ich würde das, wenn das die programmatische Entscheidung war, würde ich die, glaube ich, auch gut finden. Wobei man natürlich sagen muss, also Leben und körperliche Unversehrtheit kommt dann ja unmittelbar danach. Also sind jetzt auch nicht ins Hinterland verbannt. Insofern glaube ich, ob das jetzt Artikel, ob die Absätze jetzt getauscht sind oder nicht, tut, glaube ich, vielleicht auch jetzt nicht so viel zur Sache, obwohl es natürlich eine schöne Symbolik ist, wenn man sagt, die freie Entfaltung kommt zuerst. Ich glaube schon, aber dass man die beiden Absätze als Paket ernst nehmen sollte. Ich weiß nicht, ob es da jetzt eine Form von Hierarchie gibt, die jetzt wirklich ein deutliches Stufenverhältnis anordnet. Auch wenn man sich bewusst dafür entschieden haben mag, die Persönlichkeitsentfaltung vorzuziehen. Ja. Sie sagen ja in Ihrem Text, dass das eine, der erste Absatz sozusagen die ideelle Grundlage darstellt, die andere die materielle. Können Sie das vielleicht nochmal erläutern? Dann wäre es ja auch folgerichtig, das so in der Reihenfolge aufzunehmen. Naja, man könnte das sicherlich auch andersrum sehen, oder? Also ich meine, Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person als, sag ich mal, sehr technischer Begriff, der davor schützt, dass man vom Staat nicht willkürlich irgendwo festgesetzt wird. Das scheint mir schon einfach unmittelbar einleuchtend Dinge zu sein, über die man irgendwie verfügen muss. Sonst kann man keine Freiheiten wahrnehmen oder sein Leben nicht in Würde führen, seine Persönlichkeit nicht entfalten. Gleichzeitig ist es sicherlich so, dass es nicht reicht, irgendwie aufs nackte Leben und reduziert zu sein oder nur nicht eingesperrt zu sein. Es gehört sicherlich etwas Positives dazu, irgendwie auch sich verwirklichen zu können, seine Persönlichkeit irgendwie zu entfalten. Das wäre dann vielleicht die ideelle Komponente. Insofern scheint mir schon beides auch eng zusammenzuhängen. Also ich würde da jetzt auch, man kann immer darüber reden, dass natürlich das Grundgesetz eine Verfassung ist, die sehr freiheitlich orientiert ist. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein konkretes Stufenverhältnis da eingezogen wird. Ich würde schon sagen, dass im Kern erstmal beides zusammengehört und auch beides in dem Paket einen Sinn hat. Mir fehlt in der Beschäftigung damit und auch in dem, was Sie gesagt haben, zu dem Unterschied zwischen durch und aufgrund des eines Gesetzes nochmal ein, dass es auch eine große Gemeinsamkeit ja mit Literatur ist. Diese genaue Wortwahl, die genaue Überlegung, wie ordnet man etwas an, wie benennt man etwas, die Suche nach dem richtigen Wort, auch den Unterschied, den es dann letztendlich macht. Kommt Ihnen das bekannt vor vom eigenen Schreiben auch, Herr Kiemann? Ja, natürlich. Aber mich erinnert es tatsächlich auch, also als ich das jetzt wieder gelesen habe, das Grundgesetz, man empfindet schon manchmal auch so eine gewisse Ratlosigkeit, weil man merkt, dass einfach diese Allgemeinheit immer das Konkrete nur partiell trifft. Und in meinem Philosophiestudium erinnere ich mich noch an diese Diskussion, die sozusagen zwischen der angelsächsischen und der kontinentalen Philosophie besteht, wo es ja immer diesen Vorwurf gibt, dass in natürlicher Sprache, in nicht formalisierter Sprache, man einfach nicht präzise sein kann. Und deswegen so ein gewisser Zweig der angelsächsischen Philosophie am liebsten überhaupt nur noch in Symbolen schreibt, weil sie sich der Mathematik annähern möchte. Und da
ich war da in dieser Frage, habe ich mich immer sehr kontinental gefühlt, aber wenn man jetzt das Grundgesetz liest und das und eben merkt, diese Allgemeinheit, die in gewisser Weise immer dem Konkreten gegenüber so viel Interpretation offen lässt, versteht man plötzlich diese Idee, wie schön wäre das, wenn das alles formalisierter wäre, damit man nicht immer darüber diskutieren müsste, was könnten die gemeint haben, was könnte gemeint sein. Aber so ist es halt im menschlichen Leben. Also letztlich, wenn man eine formalisierte Sprache einführt, braucht man auch wieder Alltagssprache, um sie einzuführen. Man kommt aus der alltagssprachlichen Unschärfe nicht raus. In der Literatur ist das was Schönes, im Recht ist das vielleicht, ich weiß, bin ja kein Jurist, aber stelle ich mir vor, ist das manchmal ein Problem oder ist das manchmal unbefriedigend? Naja, das Grundgesetz ist ja, oder zumindest die Grundrechte sind ja eigentlich, was die Formulierung angeht, schon wahnsinnig ungenau, oder? Also ich habe nicht das Gefühl, jetzt vielleicht aus einer sehr juristischen Perspektive, dass man aus vielen Formulierungen, die sich in den ersten 20 Artikeln finden, dass man da jetzt irgendwie herauslesen kann, was dann tatsächlich juristisch daraus gemacht wird. Also häufig ist es ja doch so. Aber ging es denn darum, ging es nicht darum, sozusagen in dem Zeitpunkt erstmal zu sagen, was sind denn sozusagen die Grundideen unseres neuen Staatswesens? Es ging ja, glaube ich, vielleicht, da saßen ja auch nicht nur Juristen beisammen, die das formuliert haben. Und wenn man so schaut, dann gab es oft auch den, gerade auch von juristisch, es gab auch einige Juristen im Parlamentarischen Rat, die wollten das gern genauer regeln, aber dann gab es immer wieder die Gegenbewegung, nein, wir wollen es hier möglichst allgemein halten und um möglichst viel sozusagen abzudecken, um auch eine Idee irgendwie von diesem neuen Staatswesen zu geben. Ist das nicht vielleicht auch sogar eine Absicht gewesen, dass das so offen formuliert, gerade die ersten 20 Artikel? Ja, unbedingt. Im Übrigen war es ja auch keine zufällige Entscheidung, den Menschen und den Staatsbürger und die Staatsbürgerinnen an Anfang zu stellen und nicht den Staatsaufbau. Ich denke, das muss so sein und es muss auch so sein, dass es dann letztlich auf eine gewisse Weise immer wieder unbefriedigend ist. Also, dass man immer wieder unbefriedigt dasteht und versucht, das Ding anzuwenden und man kann es auch anwenden, aber es mit einer gewissen Unschärfe. Ich denke, das ist eben unvermeidlich. Ich glaube, das macht auch vielleicht die Verfassung aus. Also wir erwarten ja auch von der Verfassung, die mehr ist als nur ein juristischer Text, dass sie sprachlich was hergibt, mit dem man sich vielleicht identifizieren kann, worauf man sich beziehen kann. Gerade wenn Sie haben es ja gesagt, das Grundgesetz als irgendwie Diskussionsgrundlage heranziehen möchte, auch als Ausdruck unserer politischen Kultur, dann scheint mir das schon auch einfach wichtig für eine Verfassung, dass sie sowas bietet. Mhm. Also, dass jetzt nicht nur die Amerikaner irgendwie stolz auf ihre Verfassung sind, sondern dass auch das Grundgesetz eben sprachlich so gefasst ist, dass wir es auch als Verfassung und eben nicht nur als juristischen Text lesen können. Das scheint mir schon wichtig und auch in der Form gelungen, was die ersten 20 Artikel angeht. Danach wird es sehr viel technischer. Die übrigens, ich darf daran erinnern, nur als Provisorium gedacht waren. Ne? Also das war tatsächlich ja nur gedacht, wir formulieren das erstmal und machen dann, wenn es soweit ist, dann eine richtige Verfassung. Also wir haben ein Provisorium, das habe ich jetzt neulich gelesen, einen schönen Ausdruck, ein Provisorium mit Ewigkeitsklausel, auf die wir dann später auch noch zurückkommen. Ja, nochmal ganz herzlich die Einladung an Sie, sich zu beteiligen. Wir sammeln jetzt mal die Zettel ein, die es vielleicht schon gibt. Und ich nutze aber die Zeit, um Sie mal zu fragen, es gibt die Idee, in Artikel 2 nicht nur das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, sondern auch auf psychische Unversehrtheit mit aufzunehmen. Würde das den Artikel überfrachten und würde das auch so eher dem Schutzcharakter sein? Oder wäre das eine gute Idee, sozusagen nicht nur körperlich, sondern auch die psychische Unversehrtheit damit staatlich zu schützen? Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen, im staatlichen Sinn psychische Versehrtheit oder Unversehrtheit. Also ich kann dazu gar nicht, fühle mich da gar nicht fähig, was dazu zu sagen. Naja, also sicherlich ist die Frage nach psychischer Gesundheit eine, die wir wahrscheinlich heute deutlich als dringender empfinden, als das vielleicht bei der Schaffung des Grundgesetzes noch der Fall war. Ich weiß nicht, wie konkret das den Charakter des Grundgesetzes oder des Artikels verändern würde, weil ich schon glaube, dass wir auch jetzt, was psychische Belastung angeht, einigermaßen mit den geltenden Rechtsnormen darauf reagieren können. Also ich bin mir nicht sicher. Man könnte tatsächlich, wenn man sagt, man liest die Verfassung als auch Symbol, dann ist das vielleicht eine angemessene Ergänzung. Ich weiß nicht, ob es jetzt rechtlich einen Unterschied machen würde. Mhm. Naja, weil Sie gefragt haben, ich würde sagen, dass der Staat eben nicht nur
ja, für die, also im körperlichen Sinne für die Gesundheit der Bürger, wenn man es so interpretieren will, zu sorgen hat, sondern auch für die psychische Gesundheit, das auch mit zu berücksichtigen hat, ob bestimmte Maßnahmen, wenn man jetzt noch auf die letzten 3 Jahre zurückblickt, eben auch Auswirkungen haben können auf die geistige Gesundheit, auf das geistige Wohlbefinden der Menschen, ob das sozusagen eine Ergänzung, eine notwendige Ergänzung wäre, dass man nicht nur den Körper, sondern wie das vielleicht 48 war, da ging es ja vor allen Dingen darum, das muss ich nochmal daran erinnern, um Folterverbot, ne? Die körperliche Unversehrtheit bedeutete da, der Staat darf eben nicht Euthanasie anwenden, darf kein Folterverbot, darf keine Menschenversuche machen, darf keine Experimente machen und so weiter. Aber ich würde auch denken, das ist eigentlich geleistet, wenn man die freie Entfaltung der Persönlichkeit in einem umfassenden Sinne ermöglicht, dann ist die psychische Gesundheit auch viel alles Nötige getan eigentlich. Also weiter kann der Staat gar nicht gehen. Also ich habe hier eine Menge Fragen, wie Sie sehen, die werden wir gar nicht alle beantworten können, aber ich nehme mal eine, die jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, vielleicht, die vielleicht dazu passt, und Sie können ja gucken, ob Sie Lust haben, sich dazu zu äußern, weil sie eben auch gerade im letzten Jahr eine große Rolle gespielt hat. Recht auf körperliche Unversehrtheit, halten Sie dieses Recht für gewährleistet, wenn eine Impfpflicht verfügt wird? Impfpflicht spielte übrigens damals in der Diskussion als Zwangsimpfung mit eine Rolle, kam aber dann letztlich nicht rein. Genau. Herr Wiskott, der Jurist. Natürlich ist es so, dass eine Impfpflicht erstmal in das Recht auf körperliche Unversehrtheit eingreift. Aber das ist, so wie wir Grundrechte verstehen, eben noch nicht alles. Wir würden ja immer sagen, man kann in Grundrechte eingreifen als Staat. Es ist dann eine Frage, ob der Staat das rechtfertigen kann. Und ich glaube schon, dass man nach dem, was wir unter Verfassungsrecht verstehen, eine Impfpflicht mit diesem Artikel hätte vereinbaren können. Ja. Also es ist sicherlich, kann man jetzt wieder die Frage stellen, ob das grundsätzlich irgendwie sein sollte, dass der Staat Impfpflichten anordnet. Da kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Mir scheint das rechtlich kein größeres Problem zu sein. Herr Kehlmann, wie sehen Sie das jetzt so? Nicht aus der rechtlichen Perspektive, sondern aus der Perspektive des Staatsbürgers? Aus der Perspektive des Staatsbürgers würde ich sagen, es muss einen Grund haben, dass Impfpflicht eine Maßnahme ist, die kein Staat der Welt verhängt hat. Das heißt, es muss so sein, dass das auf doch eine ganz grundsätzliche Erwägung stößt, dass man das nicht machen kann. Und also ich war begeistert von dieser Impfung. Also das ist jetzt kein, aber es hätte tatsächlich meinem Rechtsgefühl widersprochen, wenn es eine Impfpflicht gegeben hätte. Aber also weiter theoretischer oder juristischer traue ich mich nicht, das zu argumentieren. Da fühle ich mich auf Gebiet, wo ich mich nicht genug auskenne. Aber ich sage ihm, es muss doch, es hat doch was zu bedeuten, dass das kein Staat gemacht hat. Wir kommen auf ein ganz anderes Thema, weil das auch sozusagen gerade gesellschaftlich virulent ist und ich mich dafür interessiere, nicht nur die Fragestellung der Fragesteller, sondern auch mich dafür interessiere, was Sie dazu sagen. Ich lese die Frage mal vor. Der gesellschaftliche Aushandlungsprozess hat sich mit Blick auf die Klimaproteste festgefahren. Welchem Recht ist Vorrang zu geben? Dem der Autofahrer und ihrer freien Entfaltung oder der Forderung von Klimaschützern, die mehr Einschränkungen für Autofahrer fordern, um die Menschheit vor gesundheitsschädlichen Emissionen zu schützen? Hier scheint der gesellschaftliche Aushandlungsprozess nicht voranzukommen. Aber es wird ja diskutiert. Das ist ja vielleicht Teil des gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses, dass wir darüber sprechen. Ja, wie würden Sie das, also auch vielleicht vor dem Hintergrund des Klimaurteils des Verfassungsgerichts, das sich ja auch auf Artikel 2 bezog, interpretieren und einschätzen? Ich weiß nicht, ob die Diskussion da festgefahren ist. Ich habe schon das Gefühl, dass wir vielleicht auch zu Ergebnissen kommen, aber wahrscheinlich drehen wir uns auch häufig im Kreis, das stimmt schon. Ich habe schon das Gefühl, dass das Klima, die Ökokrise, Klimakrise etwas ist, zu dem wir uns verhalten müssen, ohne dass wir es dabei belassen können, vielleicht auf geltende Standards irgendwie nur zu verweisen. Also dass man bislang frei mit seinem Auto sich entfalten konnte, heißt nicht, dass man das vielleicht unter dem Eindruck immer noch so tun kann. Ich glaube schon, dass aber natürlich es auch nicht so richtig sein kann, dass man dieses Klimaproblem dann wiederum als Rechtfertigung nimmt, um
jetzt frei, Leuten das Autofahren zu verbieten. Also ich habe auch nicht, das wird wahrscheinlich auch nicht gefordert, aber das scheint mir einfach dass die Frage nach dem Klimaschutz eine zu sein, die man jetzt eben wieder aushandeln muss. Also das ist ja einfach bei Corona, Klima, wie auch immer, da muss man sich eben überlegen, wie wir das als Gesellschaft gestalten wollen, in welchen Bereichen man sich noch so entfalten kann, wie das bislang so war, und in welchen nicht. Und sicherlich ist das Klima ein Problem, das drängender wird und bei dem auch unangenehme für einzelne Leute oder für gewisse Menschen unangenehme Freiheitseinschränkungen notwendig werden sein müssen. Das ist, glaube ich, so. Ja. Und wohin wird die Waage neigen, sozusagen? Eher zur Freiheit oder eher zur Einschränkung? Was haben Sie für ein Gefühl? Also wir sind uns ja einig darüber, dass man das innerhalb des Grundgesetzes lösen muss, ja, mit dem Grundgesetz. Aber wenn Sie sich die Entwicklung anschauen, ist es, gibt es da Anlass zur Sorge? Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Freiheit jetzt irgendwie bedeutend eingeschränkt ist aus Klimagründen. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir bislang sonderlich viele Maßnahmen ergriffen haben, die zwecks Klimaschutz jetzt meine bisher oder davor bestandene Freiheit irgendwie grundlegend beschränkt haben. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt vor der irgendwie uns Sorgen machen müssen, dass wir bald in einer Ökodiktatur leben. Aber wir müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass es zu mehr Einschränkungen von Freiheit kommen wird. Und das ist dann im Zweifel mit Blick auf Klimaschutz auch in Ordnung. Herr Klima? Also ich sehe Einschränkungen für Autos nur beschränkt als Einschränkungen für Freiheit. Also das ist sozusagen, so wie die Amerikaner spinnen mit ihren Waffen, so spinnen die Deutschen mit ihren Autos. Nirgendwo sonst gibt es Autobahnen oder fast nirgendwo Autobahnen ohne Tempolimit. Und freie Fahrt für freie Bürger ist einer der blödesten Slogans, die Welt je hervorgebracht hat, meiner Meinung nach. Also insofern, ich sehe also die Verknüpfung von Freiheit mit Autos. Wenn Sie meinen Kollegen Andreas Mayer einladen, der ein wunderbarer Schriftsteller ist, der aber ganz toll auch darüber geschrieben hat, dass eigentlich das größte Verhängnis der Welt das Auto ist. Und ich würde nicht ganz so weit gehen wie er, aber er ist schon sehr überzeugend. Er meint das in einer umfassenderen Weise, also auch was die Ästhetik angeht. Bis zu 70% unserer Stadtflächen sind einfach zugeparkt mit Autos. Das heißt, das Schlimmste klimatechnisch für die Hitze im Sommer sind gar nicht die Fahrenden, sind die stehenden Autos. Egal, das hat alles gar nichts mit der Verfassungsdiskussion zu tun. Ich will einfach nur sagen, die Verknüpfung von Freiheit und Autoverkehr ist zumindest angreifbar. Genau. Das sehe ich genauso, aber es wirft ja eine grundsätzlichere Frage auf, nämlich die sozusagen, wie viel Klimaschutz gehört ins Grundgesetz? Gehört das konkret ins Grundgesetz oder ist das Grundgesetz so, wie wir es haben und auch mit dem Klimaurteil des Verfassungsgerichts in der Lage, dieses Problem auch zu lösen? Oder sind da noch größere Einschränkungen notwendig, abgesehen vom Auto? Also ich denke, wir brauchen gesellschaftliche Veränderungen, aber die müssen nicht unbedingt auf der Verfassungsebene stattfinden. Also wir haben ja auch einen Artikel 20a, der sich zu Klimaschutz verhält, der ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat in dem Beschluss zum Klimaschutz des Bundesverfassungsgerichts. Ich glaube, mir scheint das Problem, das wir jetzt angehen müssen, keines zu sein, das irgendwie mit dem Grundgesetz noch zu tun hat. Also das, was wir tun müssen, ist, glaube ich, nicht das Grundgesetz ändern, sondern eben uns für mehr Klimaschutz irgendwie einsetzen oder mehr Klima zu schützen. Und da wird das Grundgesetz uns, glaube ich, nicht vorretten. Da können wir noch so viel reinschreiben. Wir kommen langsam zum Schluss. Die Fragen werden etwas grundsätzlicher. Mal gucken, was Sie dazu sagen. Mir würde jetzt nicht sofort einfallen, aber welche oder wessen Geschichten erzählt das Grundgesetz nicht? Geht an Sie beide. Also da ich gesagt habe, es erzählt gar keine Geschichte, sondern ist ein Gedicht, kann ich mich jetzt aus der Verantwortung stehlen. Gibt es da Leerstellen, die vielleicht auch aufgrund des Entstehungsprozesses, ja, es waren 61 Männer, 4 Frauen. Ich meine, ich habe schon das Gefühl, auch weil der zentrale Artikel 3, der das Gleichheitsgrundrecht garantiert und mehrfach geändert worden ist, dass das Grundgesetz die Geschichten, wenn ich das mal aufgreifen darf, vieler Menschen erzählt. Ich weiß nicht,
mir würde jetzt keine Gruppe einfallen, die da systematisch ausgeschlossen wird. Ich habe das Gefühl, dass wir... Dass wir, was das Grundgesetz angeht, in der Hinsicht eigentlich ganz zufrieden sein können. Aber ich bin wahrscheinlich auch, wenn es eine Gruppe gibt, deren Geschichte nicht erzählt wird, gehöre ich nicht dazu. Also vielleicht bin ich nicht der Richtige, der die Frage beantworten kann. Ich denke mir viel gerade ein, doch, die Tiere. Also die Frage, inwiefern Verfassungsgrundrechte auf Tiere auszuweiten wären, ist zumindest nicht gleichgültig. Und wenn man sich ansieht, wie das massenhafte industrielle Schlachten, das täglich stattfindet, kann man zumindest die Frage stellen, inwiefern eine künftige aufgeklärtere Gesellschaft vielleicht schon auf der Verfassungsebene damit ein Problem haben, also das in Angriff nehmen wird. Jetzt muss ich aber schon einmal... Ja, ich weiß, die Quälerei ist... Pedantische Korrektur. Ja, ich weiß. Auch die Tiere finden in Artikel 20a neben der Umwelt ihr Recht. Also auch die Verfassung zumindest erzählt die Geschichte der Tiere. Ich glaube, wir machen wahrscheinlich nicht genug draus. Wir machen nicht, ja. Aber also, das ist dann wieder kein Problem, das wir durch die Verfassung lösen können. Offensichtlich. Also die Tiere stehen schon drin. Oder wir warten jetzt auf das Tierschutzurteil. In dem Zusammenhang darf ich darauf verweisen, dass Hilal Zeghin in dem Beitrag, in dem Buch einen wunderbaren Beitrag, ein flammendes Plädoyer für die Tierrechte im Grundgesetz geschrieben hat. Ein wirklich toller, toller zu lesender Beitrag, auch in diesem Buch. Ja, wir können nicht alle Fragen beantworten. Ich möchte aber eine Schlussfrage Ihnen stellen, bevor ich Ihnen dann sage, was beim nächsten Mal auf dem Programm steht. Und zwar, das Grundgesetz endet ja mit Artikel 146 und sagt, das deutsche Volk kann sich jederzeit eine neue Verfassung geben. Wenn Sie selber Verfassungsgeber wären, was käme denn da drin vor, außer vielleicht einer deutlicheren Pronunzierung der Tierrechte? Herr Wiskott. Ich bin, glaube ich, erstmal ganz zufrieden mit dem Grundgesetz. Ich müsste jetzt eine Weile überlegen, um mir zu überlegen, was ich unbedingt drin lesen wollen würde. Herr Kehrmann, haben Sie eine Idee, was Ihnen wichtig wäre? Ich wäre sehr stolz, wenn ich jetzt eine tolle Idee hätte. Aber ich muss passen. Nachher irgendwann kommt sie, ich weiß es. Vielleicht brauchen wir, um die Freiheit der Autos einzuschränken, die ausdrückliche Zulassung eines Tempolimits. Auf Verfassungsebene, ja. Ja. Was mir tatsächlich gefehlt hat, und das wurde mir auch erst in der Pandemie sehr bewusst, ist, dass zum Beispiel die Schweizer Verfassung sehr genau Kinder- und Jugendrechte regelt und das Recht auf Bildung, was da so explizit wir auch nicht im Grundgesetz finden. Und das wäre vielleicht doch eine Idee für die Zukunft, das nochmal prononcierter und ausgereifter auch ins Grundgesetz aufzunehmen, weil da scheint mir auch eine Leerstelle zu sein, auch im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn, die das eben geregelt haben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und danke Ihnen beiden vor allen Dingen sehr für die muntere Diskussion. Ich darf darauf verweisen, dass wir uns dann beim nächsten Mal hier sehen, wenn Sie möchten, an einem Feiertag in Berlin, nämlich am 8. März, dem Internationalen Frauentag, werden wir über Artikel 3 sprechen, zusammen mit der Autorin Julia Frank, bekannt durch Mittagsfrau und Welten auseinander, und zusammen mit der Juristin und FAZ-Journalistin Helene Bobrowski, die hier also miteinander diskutieren werden. Wir haben auch ein Ost-West-Gemisch dann, ein Ost-West-Paar sozusagen, über den Stand und vielleicht die Erfüllbarkeit, die Projektionsfläche, Artikel 3, der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz. Ich lade Sie herzlich ein, dazu wieder dabei zu sein. Danke ganz herzlich für Ihre Fragen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.